hat das internationale Militärmanöver Anaconda mit Soldaten aus 24 Staaten begonnen. Neben Truppen aus NATO-Staaten sind auch die Ukraine und Georgien vertreten. Der polnische Verteidigungsminister Macierewicz sprach in seiner Rede von der so wörtlich besonders schwierigen Situation an der russischen Grenze. Russland kritisiert das Manöver als destabilisierend, man behalte sich alle möglichen Reaktionen vor.